Einige Spiele wurden mir schon zugeschickt und ich befinde mich hier in dieser Kluft von Spielen. Und die gucken uns jetzt vor der Messe mal alles an, um einen Eindruck zu gewinnen, wie die Spiele aussehen können. Und ich glaube, ich werde zwei Teile dafür brauchen, um euch das alles vorzustellen, denn das ist bei weitem noch nicht alles. Wir gucken mal rein. Los geht's! Willkommen in der Bretthöhle. Ich bin Simon, aber Wayne. Denn wir gucken uns jetzt mal an, was alles schon vor der Messe hier hingekommen ist. Und da starten wir direkt mit einer wunderschönen Box und einer Erweiterung dazu. Und das ist das, was ich euch im Intro gerade schon gezeigt habe. Roll Camera. Und Roll Camera hat nicht nur eine unfassbar kreative Box, füll mal ab, sondern eben auch ein sehr, sehr kreatives Thema dahinter. Und hier geht es in diesem Filmemacher-Brettspiel darum, dass wir einen verrückten Film vor dem Budget, was uns aus der Hand laufen könnte, fertigstellen und es muss ein Hit werden. Und hier wartet wirklich ein kooperatives, witziges Spiel auf uns, in dem wir eben mit unseren Würfelaktionen die verschiedensten Szenarien während einer Filmproduktion mit Stressfaktor erleben und eben uns darauf vorbereiten, bestmöglich zusammen einen Film abzuliefern. Und das Spiel ist für 1 bis 4 Spieler 45 bis 90 Minuten, 10 plus und eben kooperativ. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich werde jetzt in dieser Liste, die ich wahrscheinlich in zwei Teile aufteile, weil so viele Spiele angekommen sind, werde ich jetzt nach und nach mal hier reingucken und zeige euch, was in den Boxen drin ist. Die ganzen Spiele, die jetzt vor der Messe gekommen sind, die alle zu spielen, ist komplett unmöglich. Deshalb gucken wir heute mal, was uns ungefähr erwartet und nach der Messe gehen wir da mal wirklich durch, was alles da wirklich auch an qualitativen Spielen drin steckt, weil das lässt sich vor der Messe mit Sicherheit nicht alles testen, aber vielleicht auf der Messe. Wir gucken aber jetzt mal hier rein. Erstmal haben wir ja natürlich diesen genialen Mechanismus hier drin, der mir super gut gefällt, weil es thematisch einfach klasse ist. Und dann, wenn ihr hier so einen Blick reinwerft, seht ihr, dass das Spielmaterial sich hier drin, das konnte ich auch schon sehen, super gut aufteilt. Ihr habt also hier diesen Plastikschieber dabei und darunter unter diesem Deckel, wenn er denn sich öffnen lässt, ich lege mal weg, so, verbirgt sich dann eben das Spielmaterial und hier habt ihr dann eben eure Rollen vom Regisseur, Produzenten und Schnitt und Co. könnt ihr euch hier in eure Filmproduktion stürzen, habt hier eben die Rädchen, in denen ihr die verschiedensten Schwierigkeitsstufen schon auf der Rückseite einstellen könnt und das Spielmaterial hier drin. Das hört sich nach einem sehr, sehr witzigen Spiel an und wie gesagt, wenn dann die ersten mehreren Partien bei mir auch erfolgt sind, dann werde ich nach der Messe im Nachgang alle Spiele, die hier hochkommen, praktisch noch mit einem Review versehen und euch da noch genauere Infos zugeben. Generell ist auch hier schon die B-Movie Expansion dabei. Da sind jetzt ganz viele neue spielbare Rollen dabei, Genre-Token, neue Aktionen, 75 neue Szenen und 86 Karten mehr. Also für alle Spieler, die den Humor von Roll Camera da schon gefeiert haben, kommt eben Nachschub. Ganz wichtig ist auch, wenn ihr all diese Spiele jetzt hier entdeckt, ich hole mein Smartphone mal raus, dann entdeckt am besten auch mal unsere Spiel-App. Weil in der Spiel-App, wenn wir sie öffnen, könnt ihr nämlich hier alle eure Neuheiten markieren. Das macht ihr, wenn ihr hier auf Neuheiten klickt. So, und da seht ihr dann eine Liste von Spielen, die ihr euch dann wirklich mal zu Gemüte führen könnt. Könnt ihr hier an der Seite mit Sternen versehen, guckt euch die Spiele genau an. Und wenn ihr euch diese Spiele dann eben noch mit einem Stern verseht, könnt ihr auf der Karte, die ihr hier unten zum Beispiel findet, dann alle eure ausgewählten Spiele finden. So, da seht ihr die Hallenpläne, die könnt ihr euch einzeln auswählen. Probiert es einfach mal. Lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr euch im Vorfeld eine Liste macht, mal diese neue Spiel-App runterzuladen. Ich verlinke euch auch eben den Link zur Spiel-App unten in der Videobeschreibung. Schaut auch mal in den Spielguide rein. Da findet ihr auch alles, was auf der Spiel kommt. Verlinke ich euch auch, alles auf der Spielseite zu finden. So, jetzt geht es aber weiter mit noch wilderem Material und ein Spiel, was ich tatsächlich schon antesten konnte. Und das ist Spaceship Unity. Und in Spaceship Unity haben wir wahrscheinlich die verrückteste Idee auf dieser Spiel auf unserem Tisch. Denn euer komplettes Wohnzimmer in diesem kooperativen, ja, ich würde sagen Partyspiel, obwohl es nicht komplett Partyspiel ist, weil es eben ja ein
ja, wie nennt man das wohl? Ein Interieurnutzspiel ist ein komischer Name. Ich erkläre euch warum. Denn in diesem Spiel für 2 bis 4 Spieler, was ca. 60 bis 120 Minuten dauert und ab 10 plus ist, verwandelt ihr euer komplettes Wohnzimmer in ein Raumschiff. Das heißt, ihr habt hier in diesen 3 verschiedenen Szenarien, die ihr spielen könnt, oder nee, es sind gar nicht 3, es sind 5, glaube ich. 5. Genau, es sind 5 Folgen. Davon konnte ich jetzt die ersten 2 schon antesten und das ist absolut mein Humor. Denn das, was hier drin sich verbirgt, keine Sorge, es wird nicht zu Spoilern kommen, sind eben diese verschiedenen Folgen, die ihr hier drin habt, die ihr auspacken könnt. Aber der Hauptclou ist, dass ihr eben verschiedenste Karten habt, die ihr dann auf euer Mobiliar legt. Dann ist euer Reaktorschild, sind zum Beispiel eure Rollläden. Dann kommt die Karte dahin und auf der Rückseite steht drauf, wie ihr damit interagieren könnt. Ihr verteilt euch also in der Wohnung und das komplette Mobiliar, was ihr zu Hause habt, wird euer Raumschiff. Und das Ganze fühlt sich total verrückt, total lustig an. Und das in der richtigen Gruppe hat jetzt schon nach 2 Runden mega Spaß gemacht. Ich berichte aber mal, wie sich das Ganze dann nach allen 5 Runden angefühlt hat, danach der Messe Spaceship Unity, eine absolut verrückt spaßige Idee. Dann kommen wir zu einem etwas größeren Spiel und das ist Wilde Serengeti, was mir zugeschickt wurde. Hier haben wir es mit einem Spiel für 1 bis 4 Spieler zu tun, mit einer Spielzeit von ca. 45 bis 120 Minuten für 10 plus. Und hier werdet ihr auf dieser Serengeti verschiedenste Tiere eben aufeinander rein und ihr versucht Fotos von diesen Tieren zu machen und die dann in einer bestimmten Reihe und einer bestimmten Reihenfolge eben zu fotografieren und dadurch Siegpunkte zu sammeln. Auch hier haben wir es mit einem wirklich schönen Spiel zu tun, weil gerade hier oben auch dieser Stein der Ewigkeit gefällt mir sehr, sehr gut. Den müsst ihr so nicht aufbauen, wenn euch das zu stressig ist. Das könnt ihr auch einfach komplett 2D auf den Tisch legen. Das habe ich auch schon gesehen. Da bin ich auch ganz gespannt auf meine ersten Runden, um da reinzugucken. Aber wenn ihr hier vom Material reinguckt, hier werdet ihr eben das Material haben, um diesen Stein der Ewigkeit zusammenzubauen. Dann habt ihr da drin alles Mögliche an Token. Ja, wir gucken hier mal rein. Ich habe mich da schon mal dran gewagt. Das ist ein Spiel, was ich durchaus spielen wollte vorher, aber eben aus Zeitgründen, weil es einfach zu viele Spiele sind, nicht mehr komplett geschafft habe. Aber ihr seht hier schon, ihr kennt mich, ich mag schönes Spielmaterial. Und wenn man sich diese Tiere mal anguckt, die auf der Serengeti auf euch warten, das muss ich euch genauer zeigen, dann wisst ihr genau, das Spiel wird wunderschön. Ihr habt hier eben Löwen, Elefanten und Hyänen, Nashörner, und an Tieren drin und das alles in bedruckten Holzmeeples. Das macht durchaus was her. Also hier haben wir mit Sicherheit ein Spiel auf der Messe, was eine enorme Tischpräsenz besitzt. Wilde Serengeti, ich bin sehr gespannt drauf und berichte dann danach auch, wie es sich gespielt hat. So, wir bauen den Turm hier auf der linken Seite mal weiter, damit ich mich so dahinter gleich verstecken kann. Dann kommen wir zu etwas Neuem und zwar Black Stories, das Spiel. Und ihr kennt die ganzen verschiedenen Black Stories Ableger. Da kann ich euch später auch nochmal, oder im nächsten Teil 2 Video zeige ich euch wahrscheinlich nochmal ein paar. Da, wo ihr kuriose Krimifälle lösen müsst. Und das Ganze ist meistens eben auf einem Kartenspiel basiert. Hier haben wir jetzt aber ein kooperatives Spiel, in dem ihr euch durch verschiedenste Szenarien in Anführungsstrichen durchspielt, wo ihr als Gruppe beraten müsst, ja, ist das wahr, ist das nicht, also welches Szenario ist passiert. Ihr habt meistens Auswahlmöglichkeiten und dann müsst ihr sagen, ja, so wird es gewesen sein, nein, so wird es nicht gewesen sein, darauf müsst ihr euch einigen und so spielt ihr euch dann durch diese verschiedenen Szenarien. Wenn wir hier mal aber in die Box reingucken, finde ich das schon ein ziemlich cooles Design, ich mag diese Magnetverschlüsse, dann habt ihr hier ein Schuhbar drin, wo ihr das Spielmaterial rauszieht. Hier das Board. Ich zeige es euch mal kurz, weil das wird für alle Black Stories Leute mit Sicherheit neu sein, das Board, auf dem ihr spielt. Und dann sind hier die verschiedensten Fälle noch drin. Davon zeige ich euch jetzt auch natürlich nichts, weil diese Spiele natürlich davon leben, dass ihr keinen Spoiler im Vorfeld bekommt. Also für alle Leute, die Black Stories schon cool fanden und das Ganze mal noch ein kooperatives Brettspielerlebnis in einer größeren Form haben wollen, dann wird Black Stories das Spiel mit Sicherheit etwas sein, was ihr ausprobieren solltet. Guck mal hier hin. Dann kommt mit mir an Bord, beziehungsweise get on board in New York oder in London. Und in diesem Spiel für 2 bis 5 Spieler, 8 plus und 30 Minuten, hier oben steht es nochmal, könnt ihr Strecken bauen, Bahnstrecken, indem ihr versucht, die besten Verbindungen durch New York und London
ja, zu kreieren. Und da habt ihr mit Sicherheit ein kurzweiliges Spiel für viele Leute, die auch gerade diese Streckenkreierung da sehr, sehr mögen. Get on Board, auch ein schöner Tipp, den ihr euch auf der Messe definitiv mal angucken solltet. Ich werde es auch mal antesten und dann werde ich darüber berichten. Oh, weiter geht's mit Lizenztiteln. Und da haben wir wieder einen Titel zu Minecraft. Und zwar Portal Dash. Ein Spiel ab 10 Jahre plus für 1 bis 4 Spieler und circa 60 Minuten Spielzeit. Und in Portal Dash seid ihr eben in diesen, für all die Leute, die Minecraft kennen, in diesen Minen gefangen und müsst dort den Gefahren entkommen. Klingt also schon mal sehr, sehr thematisch. Ich habe jetzt nicht die großen Minecraft-Erfahrungen. Da draußen gibt es mit Sicherheit Leute, die haben das noch deutlich häufiger gespielt. Hört sich aber für mich von dem, was ich kenne, ein bisschen gespielt habe ich schon, nach einem sehr thematischen Inhalt an, was ich definitiv mal austesten werde. Also Minecraft Portal Dash kommt hier oben drauf. Dann kommen wir zu Pluto Crazy. Und das muss ich sagen, finde ich erstmal eine ziemlich coole Box. In sehr edlem Schwarz gehalten. Und hier geht es darum, dass die Menschheit es irgendwann geschafft hat, die Erde gänzlich unbewohnbar zu machen. Und jetzt müssen wir mit der Wiederbesiedlung anfangen. Und im Prinzip haben wir es hier mit einem Ressourcenspiel zu tun, in dem ihr eben versucht, diese Galaxie bestmöglich mit euren Ressourcen wieder bewohnbar zu machen. Und das, was sehr, sehr schön ist, ihr seht hier drin, wir haben hier ein Sonnensystem und dieses Sonnensystem dreht sich natürlich und das wird eben auch mit diesem Planeten hier passieren und der Zeitbegrenzer sind eben auch Asteroiden, glaube ich, wenn ich das da richtig drin gesehen habe, die auf die Erde zurasen. Also auch hier sehr, sehr spannend. Ich habe noch gar nichts zu der Spielzeit gesagt, fällt mir gerade auf. Ist für 2 bis 4 Spieler, ich drehe es mal, so, da dürftet ihr es sehen. 2 bis 4 Spieler, 60 bis 90 Minuten und circa ab 12 Jahren. Also hier geht es mechanisch auf jeden Fall schon auf einem guten Level zu. Wenn wir hier mal reingucken, das Spielmaterial ist wirklich sehr, sehr ähnlich wie die Box. Alles in einem sehr edlen Schwarz gehalten. Ich finde auch, es macht einiges her, wenn man diese Box öffnet und hat dann da drinnen die Anleitung. Also das gefällt mir vom Design sehr gut. Ich bin aber mal gespannt, wie dieses Spiel sich dann tatsächlich auch spielt. Denn hier habt ihr auch noch diese Holztoken und einen Würfel damit drin. Bin ich sehr gespannt drauf. Pluto Crazy, finde ich, macht einen sehr edlen Eindruck. Dann kommen wir zu einer Zeit, wo mit Sicherheit nicht allzu viel edel war. Und das ist eben ja, das dunkle Mittelalter, beziehungsweise Mortum, Agenten des dunklen Zeitalters. Und hier haben wir es mit einem Story-Spiel zu tun, in dem ihr euch durch 3 spannende Fälle durchspielt und die Rolle von mittelalterlichen Ermittlern übernimmt. Sei es der Dieb, sei es ein Spion, sei es ein Assassine oder. Da könnt ihr euch die Rollen selber aussuchen und dann kommt ihr in 3 spannende Fälle, die ihr eben ja zusammen lösen müsst. Und hier nehme ich euch natürlich noch nichts vorweg, weil ich auch noch nicht gespielt habe. Aber ich finde, es sieht schon mal sehr, sehr spannend aus mit diesen Karten, die dieses Mittelalter dann eben gründen und eben die Ermittler, die man spielen kann, die sich ja unterschiedlich anhören. Da bin ich mal ganz gespannt, wie das funktioniert. Ich habe mal einen Blick in die Box reingeworfen. Ein typisches Spiel, wo ihr keine Regeln großartig lesen müsst. Ihr habt hier häufig gestellte Fragen und ein Begrüßungsschreiben. Schön alles mittelalterlich illustriert. Ein paar Tokens, mal gucken, wofür die sein werden. Und dann finde ich die Aufmachung der 3 Fälle sehr, sehr spannend. Das heißt, hier habt ihr die 3 Fälle drin und ja, damit startet ihr dann. Ihr macht einen Fall auf und dann sagt euch das Spiel, was ihr dann jetzt zu tun habt. Ihr könnt also sofort reinstarten, solltet aber, das steht in der Anleitung direkt mit drin oder in dem Grüßwort, dieses Spiel nur spielen, wenn ihr auch wirklich Zeit mitgebracht habt. Denn man sollte sich hier nicht stressen lassen. Man muss wirklich gucken, wie sind diese ganzen Verzweigungen, wer hat was getan, wer trägt welchen Namen. Das muss man verstehen und da muss man sich reinfuchsen und da eben auch thematisch richtig Zeit und Lust zu haben. Denn das Spiel ist ab 14 plus 100 bis 180 Minuten Spielzeit und 1 bis 6 Spieler sind hier eben möglich. Also Mortum ist mit Sicherheit was, was ich sehr, sehr mag und da freue ich mich drauf, das auch mal genauer auszutesten. Dann kommen wir zu einem Titel, oh, und der ist nicht nur schwer, ich glaube, der könnte auch schwer gut werden. Und das ist Lunar Maris. Und da müsst ihr das Lunar Maris Projekt leiten, dass ihr eben auf dem, ich glaube, wir befinden uns hier auf dem Mond, den ihr eben aus ja, seiner Reichtümer berauben müsst, denn die Unternehmen, die ihr spielt, wollen bestmöglich diesen
Mond eben schröpfen und die Ressourcen da rausholen. Und am Ende des Spiels kommen dann eben die anderen Unternehmer, die dann beurteilen, wer von euch das beste Unternehmen und die besten Ressourcen für die Erde gewinnen konnte. Und hier seht ihr schon auf dem Brett, ihr habt viele Aktionen, wo ihr, glaube ich, Worker placen könnt. Das Spielmaterial macht auch schon einiges her. Das muss ich euch gleich zeigen, wenn ich euch die Spielzeit hier nochmal genannt habe. Und zwar sind es 60 bis 120 Minuten für 1 bis 4 Spieler und da ab 14 plus. Und die Box wiegt wirklich einiges, denn das, was ich richtig gut finde, das zeige ich euch jetzt hier mal drin, was ich schon sehen konnte. Das Material hat neben einer etwas größeren Anleitung, ich weiß gar nicht, ob die zwingend so lang sein muss, ich glaube, zum Schluss kommen nämlich noch Erklärungen zu diesen Stationen da drin, verschiedenstes Pappmaterial und eben auch eine große Map, die zeige ich euch alles später mal in den Einzelvideos. Was ich aber jetzt schon sehr, sehr toll finde, ist, wenn man sich hier mal diese ganzen Playerboards anguckt, die kommen schon von Haus aus mit Vertiefungen, damit ihr hier eure Tokens bestmöglich drin platzieren könnt, auf dem Tisch nichts verrüttelt, wenn die da drin sind. Und das merkt ihr allein schon, das ist eine dicke Pappe hier drin. Das finde ich sehr, sehr gut. Und wenn jetzt die Spielmechanik mich im Nachhinein auch noch überzeugt, dann haben wir hier vielleicht sogar ein stilles Highlight oder nach der Messe vielleicht sogar ein sehr lautes Highlight für die Messe eben. Lunamaris bin ich auch sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Ihr seht, hier sind schon einige Titel zusammengekommen und da drüben sammeln sich immer mehr Titel, die ich euch alle vor der Messe zumindest noch einmal zeigen werde. Danach werde ich über die Messe streifen. Wir werden wissen, was sind die Highlights und danach wird auch die Zeit kommen, wo man dann alles da testen kann und ich euch auf dem Laufenden halte. Ich setze mich also hin und nehme jetzt auch Teil 2 auf der Neuheiten, die ich schon sehen konnte und ich hoffe, das Video gefällt euch und wir sehen uns auf der Messe. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao.